Ja, was mich jetzt speziell durch hat, am Donnerstagabend, wir haben das lanciert und das Gefühl, ja, wir schauen, wir haben keine Ahnung, wie viele Leute das können. Und wir sind überrascht gewesen, es sind extrem viele Leute gekommen. Und da ist ein zu mir gekommen. Und dann habe ich angefragt, ich kenne den Mann, ist ein älterer Mann. Ich sagte, du, was machst du da? Du bist jetzt nicht zum Fasnacht. Und sagt, ja, mich interessiert es eigentlich auch gar nicht, aber ich will wissen, was geht da ab. Und dann ist er vorbeigekommen mit seinem Sohn und mit seinem Enkelsohn und hat einfach gesagt, man muss zeigen, was da läuft. Und es war eine riesige Gaudi gewesen. Und er hat gesagt, nächstes Jahr kommen wir sicher wieder, obwohl er kein Fasnacht sieht. Und da ist mir geblieben, das ist eine schöne Sache. Ich finde die Lancierung des Narrenclubs eine coole Sache. Die IG muss sich auf Fasnacht die Idee haben, komm, wir machen etwas für die eingefleischten Fasnacht, die müssen einen Club machen, die müssen hier dabei sein, die müssen sich können identifizieren damit. Und darum haben wir einen Narrenclub gegründet und da kann 150 Leute sind limitiert und da können die Leute vorbeikommen und wirklich die Fasnacht 4 Tage zelebrieren. Die Idee ist auch, dass die das auch weiterbringen. Dann, wenn einer mal das gemacht hat, dass es ihm Sohn weitergibt und so. Und ich finde das eine coole Geschichte. Da gibt es etwas für Generationen. Mödli Mü, Mödli Mü.